Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden sie zu den Waffen gerufen und losgeschickt, um zu kämpfen, die Lanzer. Dabei fragte sie niemand, ob sie es wollten oder ob es ihre politische Überzeugung war. Sie waren Deutsche und hatten ihre Pflicht zu erfüllen. Diese Dokumentation zeigt einige der großen Schlachten der beiden Weltkriege und macht deutlich, wie der Alltag der Lanzer wirklich war. Die Loretto-Schlacht war eine für den Ersten Weltkrieg typischen ergebnislosen Schlachten. Dieser Angriff sollte Bewegung in die zwischen dem flandrischen Schlamm und den bergigen Hochvogesen erstarrte Frontlinie bringen, nachdem die deutsche Offensive im April im Raum Ypern abgewiesen worden war. Bevor die deutsche Seite erneut strategische Reserven freisetzen konnte, beabsichtigte das französische Oberkommando, nun endgültig den strategischen Durchbruch zu erzielen. Am 10. März wurden die Deutschen durch das geplante Bombardement überrascht und sie waren wie gelähmt. Dieser Vorgang war einmalig und konnte nicht wiederholt werden. Die deutschen Truppen waren von der Außenwelt abgeschnitten und völlig verwirrt. Die angreifenden indischen Brigaden von Rawlinsons 4. Korps nahmen schnell die vorderen Schützengräben ein. Innerhalb von 20 Minuten konnten die Briten ca. 1,5 Kilometer hinter die feindlichen Linien vordringen. Der Weg des Sieges war geebnet. Unglücklicherweise kam es durch eine Verzögerung auf den Flanken zu einer Blockierung im Zentrum und die deutschen Hauptverteidigungspunkte konnten die vordringenden Briten einigermaßen zurückhalten, womit der anfängliche Schwung aus dem Angriff genommen wurde. Das britische Expeditionskorps und die indischen Truppen mussten nach dem anfänglichen Enthusiasmus erstmal pausieren. Durch diesen Vorstoß konnten sie zwar Neuve-Chapelle einnehmen, aber im Endeffekt konnten sie ihren anfänglichen großen Vorteil nicht ausnutzen. Haig brach den Angriff, der über 13.000 Todesopfer forderte, am 12. März ab. Die Angriffsstärke des britischen Expeditionskorps wurde nun ernst genommen. Bei Neuve-Chapelle wurden die ersten geplanten Grabenangriffe durchgeführt. Durchdachte Vorbereitungen hatten den Angreifern geholfen, die Standpunkte des Feindes auszumachen, um ihn dann gezielt außer Gefecht zu setzen. Auf der anderen Seite war es dann ziemlich problematisch, die Artillerie und Reserven zu bewegen und in feindliches Gebiet einzudringen, bevor der Gegner sich sammeln konnte und Verstärkung bekam. Trotz der Effektivität des britischen Bombardements wurden die Kosten von den meisten Beteiligten über die nächsten 2 Jahre hinweg unberücksichtigt gelassen. Bevor die alliierten Streitkräfte ihren nächsten Offensivschlag ausführen konnten, verwendeten die Deutschen zum ersten Mal Giftgas an der Westfront und attackierten den Frontbogen bei Ypern. Es handelte sich um Chlorgas, bei dem das Lungengewebe zerfetzt wird, die Bronchien sich mit Wasser füllen und das Opfer sozusagen ertrinkt. Der Frontbogen war für beide Seiten interessant. Da Falkenhayn aber noch immer seine Priorität auf die Ostfront setzte, war die Verwendung von Giftgas bei Ypern ziemlich experimentell. Nach einem kurzen Angriff am 22. April gegen 17 Uhr ließen die Deutschen 150 Tonnen Chlorgas entweichen. Die Deutschen lassen Clouds of Chlorine Gas from 5730 Cylinders. Es gab keinen Schutz gegen das Gas. Französische Truppen rannten wie aufgescheuchte Hühner umher und somit entstand eine 8 Kilometer große Lücke zwischen der französischen und der kanadischen Division auf der linken Seite. Langemark wurde eingenommen und die Deutschen befanden sich nur noch 3 Kilometer von Ypern entfernt. Die alliierten Streitkräfte hatten das Glück, dass die Deutschen zu dicht an das eigene Giftgas kamen, was viele Todesopfer forderte. Da sie nicht genügend Verstärkung hatten, konnten sie ihre anfängliche Chance, jetzt den Durchbruch im Westen zu schaffen, nicht nutzen. Während der Nacht wurden neue Verteidigungslinien von den Briten und Kanadiern aufgebaut. Als es zu einem zweiten Giftgasangriff bei Saint-Julien am 24. April kam, benutzten die Kanadier Handtücher, Taschentücher und Verbände, die in Wasser oder Urin getränkt waren, als improvisierte Gasmasken, was einen großen Verlust an der Front verhinderte.
Im Mai 1915 fand an der Ostfront die legendäre Schlacht von Gorlice-Tarnow statt. Falkenhayn entschloss sich erstmal, die russische Offensive auszuschalten. Er plante einen Überraschungsangriff auf die 3. russische Armee in der Nähe von Tarnow. Das Hauptaugenmerk sollte auf die Stadt von Gorlice-Tarnow gelegt werden. Feldmarschall August von Mackensen, einer der Helden der Schlacht von Tannenberg, wurde als Oberbefehlshaber ernannt. Ihm wurde das Kommando der 11. Deutschen und der 4. österreichischen Armee zugeteilt. Gewaltige Geschütze sollten Mackensen bei seinem Vorhaben unterstützen. To aid Mackensen in this goal was the familiar howitzer battering ram. As May 1915 opened along the Russian front. Als der Mai 1915 an der russischen Front anbrach, waren die zentralen Kräfte 216.000 Mann stark und hatten über 1.000 Geschütze. Die Deutschen schlugen am 2. Mai zu und überraschten die Russen. Von 6 bis 10 Uhr morgens wurden die russischen Verteidigungslinien in Stücke geschossen. Es gab heftige Angriffe. Ein deutscher Soldat erinnert sich. Kein Feuer, keine Schützengräben und kein Stacheldraht konnte die Angriffe verhindern. Nach 35 Minuten und trotz der glühenden Hitze kamen wir endlich dichter an den Feind heran. Die Russen rannten hilfesuchend in ihre Schützengräben und nach weiteren 10 Minuten war der Job erledigt. Mackensen signalisierte an den Kaiser: Ich teilte Ihrer Majestät mit, dass der Befehl, die Position des Feindes bei den Karpaten unhaltbar zu machen, erfolgreich ausgeführt wurde. Die gesamte Linie des Feindes befindet sich im Rückzug. Bis zum 3. Mai wurde Gorlice eingenommen und ein 15 Kilometer großes Loch wurde in Radno-Dimitrievs Linie gerissen. 3 der Divisionen brachen auseinander und flohen. Bis zum 4. Mai bestand der Rest nur noch aus einem Durchschnitt von 1.000 Mann. Die einzige Option für die überraschte russische Armee war ein Rückzug hinter die Weichsel. Am 10. Mai meldete Dimitriev, dass die 3. Armee am Ende war. On 25 May, Italy did indeed declare war. Am 25. Mai dann erklärte Italien tatsächlich den Krieg. Die Österreicher marschierten am 3. Juni zur italienischen Front und die Deutschen nahmen ihren Platz im Kampf gegen die Russen ein. Am 1. Juni marschierten Mackensens Truppen erneut triumphierend in die Festung von Przemyśl ein. Die Festung befand sich nur 2 Monate lang in russischer Hand. Aufgrund des kompletten Rückzugs gab es Ansammlungen von russischen Soldaten entlang der galizischen Linie. Das Ausmaß der russischen Verluste war erschreckend hoch. An der Westfront versuchten die Truppen unter General Erich von Falkenhayn alles, um die Franzosen zu zermürben und somit einen wichtigen Verbündeten der Engländer auszuschalten. Doch letzten Endes sollte alles ganz anders kommen in jenen Tagen des Frühjahrs 1916. General von Falkenhayn schilderte dem Kaiser die Situation und sein Vorhaben genauestens. Mit seiner Lösung wollte er den Krieg schnell beenden. Er wollte im Westen mit all seiner Stärke angreifen, dann sollte die Entente zurückschlagen und ausgeblutet werden. Obwohl die Pläne Falkenhayns am Ende des Jahres noch nicht vollständig ausgearbeitet waren, zeigen die Einträge von Plessens, dass Falkenhayn der Meinung war, dass die Franzosen dazu gezwungen werden mussten, die deutschen Truppen anzugreifen. Dabei sollten sie ihre Reservedivisionen hinzuziehen, die dann in den deutschen Fleischwolf laufen würden. Er wollte die Franzosen an einer Stelle angreifen, an der sie gezwungen waren, sofort mit einem Gegenangriff zu kontern. Diese Stelle sollte der Festungsring bei Verdun sein. Ein Wahrzeichen des französischen Nationalstolzes. Im Jahre 1914 vor der Marne-Schlacht stand sie wie ein Fels in der Brandung bei wiederholten deutschen Angriffen. Wenn diese Stadt eingenommen worden wäre, dann wäre auch Paris oder gar der gesamte Krieg verloren gewesen. Verdun war der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Linie der Alliierten. Auf den ersten Blick sahen die Verteidigungslinien von Verdun eindrucksvoll aus. Die Stadt war umgeben von Hügelketten und Bergen auf beider Seiten der Maas. Verdun war von einem Festungsring geschützt. 20 große Festungen und 40 kleinere. Fourdroy-Aumont war die modernste Verteidigungslage von Verdun und lag nordöstlich von der Stadt in einer Höhe von 365 Metern. Jedoch täuschte die Stärke der Festungen. Viele der Geschütze wurden von den Oberbefehlshabern entfernt, da sie für die Offensiven vom Vorjahr benötigt wurden.
Am 21. Februar 1916 begann dann die Schlacht um Verdun. Der Generalstabschef des deutschen Heeres, Erich von Falkenhayn, wollte Frankreich mit einem entscheidenden Großangriff schlagen. Verdun hatte vor allem für die französische Bevölkerung große symbolische Bedeutung. Ein Sieg würde die Franzosen vor allem moralisch schwächen, so die Absicht von Falkenhayns. Es gab viele kritische Punkte, die den Erfolg des Plans zum Scheitern bringen konnten. Erstens mussten die Deutschen eine Anzahl von Reservetruppen zurückhalten, um gegen den erwarteten Entlastungsangriff anzukämpfen. Zweitens mussten auch offensive Kräfte zurückbleiben, die dann wiederum gegen die Franzosen vorgehen konnten, nachdem sie erschöpft von ihrem Entlastungsangriff waren. Und drittens musste der Feind bei Falkenhayns Plan von 1916 auch genau so reagieren, wie er es wollte. 140.000 Infanteriesoldaten wurden zusammengestellt, um den Angriff erfolgreich durchzuführen. Komplette Städte wurden evakuiert, um Platz für sie zu machen. Die Oberbefehlshaber versteckten heimlich 1230 Artilleriegeschütze hinter der Front. Belagerungsgeschütze, Schnellfeuergeschütze, Feldkanonen und Minenwerfer. Dies waren die Geschütze, die für das Ausbluten des Feindes bereitstanden. Um diese Kanonen nicht zum Ruhestand kommen zu lassen, wurden 1300 Munitionszüge zusammengestellt, die mehr als 2,5 Millionen Granaten an ihr Ziel brachten. Unter höchster Geheimhaltung wurde hier Tag und Nacht aufgerüstet. Die Anzahl der deutschen Truppen stieg mit der Zeit und sie begaben sich in ihre Schützengräben, von denen aus die große Offensive beginnen sollte. Sie kamen zu Tausenden, die besten Truppen der deutschen Armee. Veteranen, die durch zweijährige Grabenkriege abgehärtet waren. 24 Stunden vor dem entscheidenden Tag waren alle bereit. Die Truppen mussten nur noch auf ihr Kommando warten. Die Deutschen waren auf jede Eventualität vorbereitet. Einfach auf alles. Bis auf das Wetter. Aufgrund von Hagel- und Schneestürmen wurde Falkenhayn gezwungen, seine Offensive, die eigentlich für den 12. Februar vorgesehen war, um 9 Tage zu verschieben. 9 Tage lang musste er 1 Million gefechtsbereite Soldaten und die komplette Artillerie von Aufklärungsflugzeugen verstecken. Sie hofften nicht, von der französischen Patrouille erblickt zu werden und dass niemand aus den eigenen Reihen den Plan ausplauderte. Neun weitere Tage, an denen die Franzosen Reservetruppen zur Verstärkung bekamen. Verstärkung für den deutschen Sturm, der über Verdun hereinbrechen würde. Der Kriegsbeginn am 21. Februar öffnete die Tür zum Grauen. 13 Kilometer hinter der deutschen Linie wurde die erste Granate von einem 38 cm Schiffsgeschütz Langer Max auf eine Brücke, die über die Maas führte, gefeuert. Die Granate verfehlte zwar ihr Ziel, aber es war das Zeichen für die deutschen Armeen, ein noch nie dagewesenes, gnadenloses, 9-stündiges Bombardement abzufeuern. Eine schwere Batterie für jeden Zentimeter. Gleichzeitig wurden 1000 Geschütze gefeuert. Es war eine gnadenlose Materialschlacht. Wenn man stundenlang von den verschiedensten Geschützen bombardiert wird und alles tot erscheint, wenn es keine Stacheldrähte und keine Gräben mehr gibt, wenn die Überlebenden in einem Schockzustand sind, dann werden die Truppen losgeschickt. Und von uns kam keiner durch. 10 von 100 hatten überlebt und man konnte sich sicher sein, dass auch diese 10 um ihr Leben kämpfen werden. Brief von einem französischen Soldaten an der Front, 21. Februar 1916. Mehr als 80.000 Granaten wurden allein im Bois de Soiree abgefeuert. Es war grauenvoll. Das Bombardement dauerte 10 Stunden. Man wurde verrückt dabei. Wir wurden bei lebendigem Leibe begraben, ein ganzes Team. Und von den 5, die sich bei uns versteckten, wurden 2 auf der Stelle getötet. Und die anderen 3 wurden als Kriegsgefangene genommen. Französischer Soldat, 21. Februar 1916. Dadurch, dass ihr Kommunikationssystem vollständig zerstört war, konnten die überraschten Verteidigungslinien der Franzosen dem Großangriff der Deutschen nichts entgegenbringen. Hier und da gab es ein paar Einzelne an der Front, die entkommen konnten. Aber wir dachten alle das Gleiche.
dass jeder von ihnen auf der rechten oder auf der linken Seite getötet werden würde. Ein junger Soldat schrieb eine Notiz an seine Mutter, als er auf den Befehl wartete, voranzumarschieren. Hier wird es eine Schlacht geben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Dann kam der Befehl. Und los. Die Offensive der deutschen Armee musste 12 Kilometer zurücklegen. Durch eine mondartige Landschaft, die kreuz und quer mit Stacheldraht versehen war, arbeiteten sie sich vor. Sie bewegten sich sehr langsam, als ob sie ihren Weg erst raussuchen mussten. Es machte nicht den Anschein, als wollten sie uns angreifen. Manche der Deutschen hatten Behälter auf ihren Rücken befestigt. Sie brannten alles nieder. Die Deutschen probierten ihre neue Waffe, den Flammenwerfer, an den Franzosen aus. Die Tonnen von Öl, die aus den Flammenwerfern schossen, wurden zu brennenden Folterqualen für die Franzosen. Glücklicherweise für die Franzosen waren die deutschen Planer vorsichtig. Sie gaben strikte Anweisungen, die Infanterievormärsche am ersten Tag einzuschränken, um Artilleriebeobachter zu stärken, die versuchten, Schwachstellen an der französischen Linie ausfindig zu machen, in die dann im Endeffekt vorgedrungen werden sollte. Nur der Kommandeur des 7. Reservekorps, Hans von Zweel, ignorierte diese Anweisung und zeigte, was erreicht hätte werden können. Er stellte Sturmtruppen hinter den Artilleriebeobachtern auf und innerhalb von 5 Stunden war Bois du Aumont eingenommen. Im Bois des Soirées hingegen verteidigten sich die französischen Soldaten in versprengten Widerstandsnestern und konnten sich somit gegen das 18. Deutsche Korps optimal verteidigen. Am 22. Februar bildete von Zweel mit seinen Truppen erneut die deutsche Angriffsspitze und machte einige Geländegewinne auf der linken Seite des französischen Infanterieregiments 72. Danach wurde dann das Dorf Aumont eingenommen, wodurch eine Lücke in die erste Linie der französischen Schützengräben gerissen und der linke Flügel bei Bois des Soirées offenbart wurde. Während des späten Nachmittags versuchten viele französische Truppen vergebens Brabant zu schützen, was oft im Tode endete. In weniger als 2 Stunden war der größte Teil der französischen Frontlinie zusammengefallen, aber auch die Deutschen mussten heftige Verluste verzeichnen, besonders unter der Elite Sturmtruppen. Verluste, die sie noch ertragen konnten. Am nächsten Tag hatten es die Deutschen mit einer neu formierten französischen Linie zu tun, die so auf keiner deutschen Landkarte vermerkt war. Die Defensive der französischen 51. Division bei den RB Bois war am späten Abend geschlagen, aber trotz alledem kamen die deutschen Truppen schlechter voran als erwartet. Auf der linken Seite der Maas benutzten die Franzosen ihre starke Artillerie und töteten eine Vielzahl der Angreifer. Dadurch wurden die Franzosen entlastet, was allerdings die deutschen Truppen nicht daran hinderte, Samogneau einzunehmen. Die 51. und 72. Division war so zermürbt, dass sie kurz vor dem totalen Zusammenbruch standen. Dann wurde Brabant eingenommen und in weniger als 3 Stunden brach die 2. französische Verteidigungslinie in sich zusammen. Die 3. Linie war ein gefundenes Fressen. In der eisigen Kälte und den deutschen Waffen ausgesetzt, wurden sie vernichtend vom brandenburgischen Infanterieregiment geschlagen. Zum ersten Mal wurde ein deutscher Durchbruch an der Westfront seit 1914 gemeldet. Es lagen nur noch einige Schützengräben vor ihnen und ein bisschen Stacheldraht. Das offene Land lag vor ihnen. 10.000 französische Soldaten hatten den Kampf aufgegeben. Sie waren total am Boden zerstört und beschwerten sich laut über ihre Oberbefehlshaber. Der Kaiser höchstpersönlich kam zur Front, um sich das Ausmaß anzuschauen. Am Abend des 24. Februar standen nur noch einige Forts und ein paar mutige Soldaten im Weg der Deutschen. Der Drehpunkt der Verteidigung von Verdun, Douai-Aumont, war nun ungeschützt. Am 25. Februar hatte sich das brandenburgische Infanterieregiment 24 in einer Lücke verschanzt, die von den kapitulierenden Franzosen zurückgelassen wurde. Sie hatten keinen Befehl, das Fort Douai-Aumont einzunehmen. Eigentlich sollten sie das Grenadierregiment unterstützen, aber ihr Motto lautet: Erfülle mehr als deine Pflicht. Also rückten sie weiter vor.
trotz der französischen Gegenangriffe schafften es einige Soldaten, unter ihnen Unteroffizier Kunze, unerkannt bis zum Fort vorzudringen. Immer noch unentdeckt, kletterten sie mit Hilfe einer Menschenpyramide in einen Schacht des Forts. Vorangekommen stießen sie auf weniger als 60 unerfahrene und überalterte Reservisten, die von einem Oberbefehlswebel angeführt wurden. Eine Handvoll Männer stand an den Geschützen. Obwohl die Geschosse der Deutschen nicht viel Schaden am Fort angerichtet hatten, wurde die Mehrzahl der verbleibenden Franzosen durch die Gase und den Rauch in die unteren Gefilde des Forts getrieben, um dort Zuflucht zu suchen. Es ist eine endlose Hölle. Wir versteckten uns in den untersten Kasematten und hatten das Licht Tag und Nacht an. Wir konnten uns nicht rausbewegen, da täglich mehr Geschosse auf unser Fort gefeuert wurden. In einem Wort, es ist eine schreckliche Einsamkeit. Wann wird diese schreckliche Qual enden? Brief an einem unbekannten toten französischen Soldaten. Drei Angriffsteams folgten Kunze. Ohne einen Kampf gaben die französischen Soldaten des stärksten Forts des Verteidigungsrings auf und es war in deutscher Hand. Die Nachricht von der Eroberung des Douaumont wurde im Deutschen Reich als großer Sieg gefeiert. Der Kronprinz höchstpersönlich zeichnete die stolzen Brandenburger aus. Die Angreifer hatten den Weg für einen Angriff auf Verdun geebnet und das nur 8 Kilometer davon entfernt. In Verdun, die französische Artillerie konzentrierte sich darauf, den Deutschen einen gebührenden Empfang zu geben. Vor allem legte Pétain Wert auf Versorgungsgüter. Alle Eisenbahnlinien nach Verdun wurden von der deutschen Artillerie abgeschnitten, außer einer einzelnen schmalen Strecke, die noch benutzt werden konnte. Neben dieser Eisenbahnlinie verlief eine zweitklassige Straße, die nur 6 Meter breit war, was gerade für 2 nebeneinander fahrende Autos ausreichte. Pétain stellte sicher, dass Versorgungsgüter über die kleine Straße transportiert werden konnten. Eine Straße, die von den Franzosen den Namen Heilige Straße bekam. Die Trucks, die mit ihren Gummireifen durch die Schlaglöcher hüpften, kamen aus ganz Frankreich zusammen. Es waren über 3000 LKWs, die Schlange nahm kein Ende. In der entscheidenden Woche des 25. Februar wurden tausende Tonnen an Versorgungsgütern und 190.000 Soldaten überbracht. 6000 Fahrzeuge am Tag, alle 14 Sekunden ein neues, Stunde über Stunde, und es war kein Ende abzusehen. In den kommenden Monaten sollten 2 Drittel der französischen Armee diese Straße überqueren, auf dem Weg zur Knochenmühle von Verdun. Der Vormarsch der Deutschen verlor schon an Effektivität, bevor Pétains Maßnahmen überhaupt wirksam wurden. Fast 250.000 Soldaten waren in die Schlacht involviert. Das Blutvergießen geriet außer Kontrolle. Unsere Soldaten waren verwundet und wir krochen auf der Erde. Andere Soldaten fielen tot auf uns nieder und bespritzten uns mit ihrem Blut. Es war eine lebendige Hölle. Das Grauen war unvorstellbar. Mit jedem Schritt, den man machte, bekam man Geschosse um die Ohren, in jeder Sekunde. Und trotzdem mussten wir uns immer weiter bewegen. But in spite of this, it is necessary for everyone to go forward. Leichen lagen überall. Es gab auch viele Verwundete, die auf selbstgebauten Bahren weggetragen wurden. Farther on, there are many wounded to tend. Others who are carried back on stretchers. Manche schrien, andere bluteten. Viele hatten keine Beine, bei anderen war der Kopf abgetrennt und sie lagen alle wochenlang tot auf der Erde herum. Others without any heads, who have been left for several weeks on the ground. Falkenhayn mobilisierte einige Reservetruppen und die 5. Armee war jetzt etwas vorsichtiger und verschob den Infanterieangriff auf den 2. Tag. Der Beschuss der französischen Armee vom linken Marsufer nahm zu, besonders vom Berg, der unter dem Namen Le Mont Homme, Höhe toter Mann, bekannt ist. Die Deutschen bereuten nun, dass sie ihren Angriff auf das rechte Marsufer eingeschränkt hatten. Folglich wurden weitere Truppen von von Falkenhayn zur Verfügung gestellt, damit die Offensive verstärkt werden konnte, um das Angriffsfeuer der Franzosen auf der linken Seite der Maas zu unterbinden. Am 6. März sollte dann der Angriff auf Höhe toter Mann durchgeführt werden. Danach sollte dann die Offensive auf der rechten Seite gegen Fort Vaux folgen. Der Kronprinz wollte, dass die Offensive, insofern die Anzahl der deutschen Todesopfer die der Franzosen überstieg, sofort abgebrochen wird.
Das Strickmuster der monatelang anhaltenden Schlacht von Verdun stand dann im März fest. Alle deutschen Versuche, Höhe Totermann einzunehmen, schlugen fehl. Und jeder Versuch der Deutschen wurde sofort mit einem französischen Gegenangriff begrüßt. Die Artillerie feuerte von beiden Seiten auf die deutschen Truppen. Bis Ende März gab es 81.607 Todesopfer auf Seiten der Deutschen. Nur 700 weniger als auf der Seite der Franzosen. At Verdun, the ones who have suffered the most are the wounded. And along with them, the stretcher bearers who transport... Am meisten litten die Verwundeten bei der Schlacht von Verdun und die Sanitäter. Sie trugen die Verwundeten von der Front zu unseren Plätzen, einen nach dem anderen. Sie legten mehrere Kilometer zurück, bevor sie die Verwundeten auf eine Bahre legen konnten. Dann dauerte es nochmal 2 Kilometer, bis man sie in ein Auto legen konnte. Es war ein Horrortrip. Dazu wurde man permanent beschossen. Es schien nie aufzuhören. Die Landschaft war zerschossen. Überall lagen Bombenreste und Stacheldraht. Der Boden war modrig. Manchmal sanken die Sanitäter bis zu ihrer Hüfte ein und konnten selbst nur noch um Hilfe rufen. Trotz neuer Befehlshaber und frischer Truppen verging der April und Höhe Totermann und Höhe 304 waren immer noch in französischer Hand. Irgendwo zwischen Rücksichtslosigkeit und Selbstzweifeln versucht Falkenhayn jetzt die Entscheidung woanders zu suchen. Und der Kronprinz bekam noch größere Bedenken, die Schlacht zu verlängern. Knobelsdorf hatte keine Bedenken und überzeugte Falkenhayn, seine Angriffe weiter zu fahren. Nach einem stärkeren Bombardement als am 21. Februar konnten die Deutschen dann im frühen Mai Höhe 304 einnehmen und bis zum Ende des Monats war auch Höhe Toter Mann in ihren Händen. Aber die Verluste waren erschreckend. You must know that we are at the environs of Verdun, near Hill 304 and Mortain. Wir befinden uns in der Umgebung von Verdun, in der Nähe von Höhe 304 und Höhe Toter Mann. Was für ein Gemetzel. Der Anblick ist schrecklich. Wir sind hier nun seit 12 Tagen und jeden Tag verlieren wir mehr Soldaten. Ich zähle mich zu den Glücklichen, die bis jetzt entkommen konnten. Ich hoffe, dass das so bleibt, bis wir erlöst werden, was nun bald der Fall sein sollte. Denn was man hier jeden Tag sieht, kann einem das Herz zerbrechen. Moreover, we are not well, because we have all caught dysentery. Und krank sind wir auch alle. Wir können nichts essen, das ist einfach zu grausam hier und wir sind im Moment nicht sehr stark. Wir hoffen, dass wir hier lebend rauskommen. All diese Leichen überall und der Gestank von verrottetem Fleisch. Das ist es, was uns krank macht. We think that is what's making us ill. Pétain's Leistung, die Deutschen zurückzuhalten, hatte funktioniert. Da konnte ihm Joffre, der eine offensivere Variante begrüßt hätte, kaum dazwischenreden. Allerdings befürchtete er, dass der lang anhaltende Krieg zu viele Reservisten aufbrauchte, die für die bevorstehende Schlacht an der Somme benötigt wurden. Joffre beförderte nun Pétain zum Befehlshaber der französischen Heeresgruppe Mitte und Robert Nivelle wurde Pétains Nachfolger als Kommandant der französischen 2. Armee. Nivelle übernahm die direkte Kontrolle der Schlacht am 1. Mai. Zusammen mit Nivelle kam Charles Manier, ein Divisionskommandant, der den Spitznamen der Schlechter trug, da ihm die Anzahl an eigenen Verlusten bei einer Offensive gleichgültig war. Obwohl Pétain auf Verstärkung warten wollte, um einen strukturierten Angriff an der Front zu machen, jagte Manier seine 5. Division mit Joffres Zustimmung in einen selbstmörderischen und brutalen Feldzug am 22. und 23. Mai, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Nun bekam die Schlacht ihre eigene Handschrift und wurde zu einem eigenständigen Monstrum, das außer Kontrolle geriet. Angriffslustige Generäle auf beiden Seiten gewährleisteten, dass es keine ruhige Minute des Abschlachtens gab. Enttäuscht von dem geringfügigen Fortschritt auf der rechten Marsseite, forderte von Knobelsdorf einen Nachschub von 5 Divisionen von Falkenhayn, um eine verstärkte Offensive auf der Seite durchzuführen. Der Angriff begann am 1. Juni. Das vorgegebene Ziel war die Eroberung von Fort Vaux, Fort Souville und dem Zwischenwerk Thiaumont, welches als letztes Schutzschild von Verdun galt. In Fort Vaux kämpfte die Garnison aufopfernd gegen die Granaten-, Geschosse- und Flammenwerferangriffe. Against grenade, gas and flamethrower attacks.
We had no communication with Syria for 3 days and nights because the bombardment did not let up. Wir hatten keine Kommunikationsmöglichkeit seit 3 Tagen und das Bombardement hörte nicht auf. Wir konnten keine Mahlzeiten zu uns nehmen und aßen nur Kekse und Schokolade. Wir hatten kaum was zu trinken. Wir konnten uns zwar einigermaßen zur Wehr setzen, aber irgendwie mussten wir hier raus. Man musste wirklich ein starkes Herz haben, um diese Offensive und Brutalität über sich ergehen zu lassen. Das war kein Krieg, es war ein Massaker. Wann wird es zu Ende sein? Es ist schrecklich mit anzusehen, was hier passiert. Nach schrecklichen 6 Tagen und heftigen Kämpfen, an denen beide Seiten unter starkem Durst litten, gab die erschöpfte Garnison auf. Am nächsten Tag eroberten die Deutschen das Zwischenwerk Chouaumont, um es dann am späten Nachmittag wieder zu verlieren. In den nächsten 4 Monaten endete Chouaumont 14-mal den Besitzer. Es war eine schreckliche Qual. Der Unersättliche von Knobelsdorf machte einen letzten Angriff auf Fort Sauville am 11. Juli, wobei ca. 30 Soldaten auf Augenhöhe von Verdun waren, bevor sie zurückgestoßen, gefangen genommen oder getötet wurden. Das war das Nächste, was die Deutschen jemals von Verdun erreichen sollten. Die Eröffnung der Somme-Offensive am 1. Juli änderte das strategische Gesamtbild und Falkenhayn befahl der 5. Armee, eine defensivere Einstellung zu bekommen. Die Schlacht von Verdun sollte noch bis zum 20. Dezember dauern und kostete 800.000 Menschen das Leben. Der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, der mit massivem Materialeinsatz und mit Massenvernichtungswaffen geführt wurde. Doch schon 21 Jahre später sollte ein Krieg beginnen, der all dies in den Schatten stellte, der Zweite Weltkrieg. Ein globaler Krieg, der an allen Fronten mit unerbittlicher Härte geführt wurde. Beim Volk geachtet und vom Feind respektiert war Generalfeldmarschall Rommel, der Wüstenfuchs. Rommel wurde mit Wirkung zum 15. Februar 1941 zum Befehlshaber der deutschen Truppen in Nordafrika ernannt. Montgomery wurde von alliierten Kommandeuren unter Druck gesetzt, er solle seinen Vormarsch beschleunigen und die Deutschen vernichten. Doch er wurde von Minenfeldern und den örtlichen Wetterbedingungen aufgehalten und kam nur langsam voran. Rommel war dafür dankbar und zog sich rasch zurück, in der Hoffnung, seine Truppen formieren und eine neue Verteidigung aufbauen zu können. Doch dazu bekam er keine Chance mehr. Die Briten kamen nur gelegentlich in Kontakt mit deutscher Nachhut. Sie fuhren jetzt gemütlich durch die Städte, für die sie viele Opfer gebracht hatten. Mersa Matruh war unbesetzt. Sidi Barani, der Halfaya-Pass und Bardia konnten ohne Gegenwehr eingenommen werden. Tobruk und Benghazi waren praktisch verwüstet. Plötzlich und unerwartet kam es am 23. November zu einem Gefecht bei Agedabia. Obwohl die Deutschen gezwungen waren, sich endlich nach El Agheila zurückzuziehen, entschied sich Montgomery, nachdem er die Deutschen 2 Wochen lang über 800 Kilometer verfolgt hatte, seinen Vormarsch zu stoppen und sich neu zu formieren. Am 11. Dezember marschierte die 8. wieder. Die Pause hatte Rommel ermöglicht, seine erschöpften Truppen zu verstärken und ein wenig Nachschub zu erhalten, sodass sie sich eingraben konnten und die Stadt verteidigen konnten. Doch alles nützte nichts. Am 14. Dezember wendete sich das Schicksal und Rommel war gezwungen, El Agheila zu verlassen. Es war vorbei. Einen Monat lang konnten die Deutschen nicht mehr tun, als sich kämpfend zurückzuziehen. Rommel zog daraufhin alle seine Truppen nach Tunesien zusammen. Am 23. Januar zog die triumphierende britische 8. Armee in Tripolis ein. Für die meisten Soldaten blieb der Aufenthalt jedoch kurz. Trotz seiner Neigung zu einem langsamen, methodischen Vormarsch drängte Montgomery seine Männer nun zur Schnelligkeit. Er wusste, dass Rommel, nachdem er sich nach Tunesien zurückgezogen hatte, sich unter wachsendem Druck von Engländern und Amerikanern befand. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wüstenfuchs aus Afrika vertrieben werden konnte. Am 14. Februar, Tunesien.
Unter der Bedrohung eines Vorwärtsstoßes der Amerikaner, der die Achsenmächte in Afrika zersplittern könnte, griff der erst kürzlich auf dem Kriegsschauplatz erschienene General Jürgen von Arnim alliierte Stellungen nahe Sidi Bou Zaid an. Diese Operation mit dem Decknamen Frühlingswind traf die unerfahrenen Amerikaner völlig unvorbereitet. Sie waren leichte Ziele für die neuen Tigerpanzer und mussten sich mit schweren Verlusten zurückziehen. Am folgenden Tag griff Feldmarschall Erwin Rommel im Westen Gafsa an. Die Stadt war erst kürzlich von den Alliierten besetzt worden. Es gelang ihm, die Amerikaner und Franzosen zum Rückzug zu zwingen. Britische Einheiten gaben ihnen dabei Deckung. Daraufhin zogen sich die Flüchtenden nach Feriana in der Nähe des Kasserine-Passes zurück. In der Zwischenzeit begannen die Alliierten einen Gegenangriff, um den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten. Während der Nacht gelang es den Deutschen jedoch, die alliierten Positionen einzuschließen. In dem darauf folgenden Gefecht gelang es über 200 Amerikanern, die deutschen Linien zu durchbrechen. Die übrigen wurden gefangen genommen. Am Morgen des 16. war es klar, dass der Angriff gescheitert war. Die Achsenmächte setzten ihre Angriffe auf die alliierten Linien fort. Und am 18. Februar waren Rommel und sein Afrikakorps auf dem Weg zum Kasserine-Pass. Die Straße über den Pass wurde von einem Mischmasch alliierter Truppen verteidigt, die hauptsächlich aus amerikanischen Bautrupps bestand, die keinerlei persönliche Kampferfahrung hatten. Am Morgen des 19. Februar begann der deutsche Angriff. Minen verlangsamten den Vorstoß der Deutschen und es traf Verstärkung ein. Irgendwie gelang es ihnen, ihre Position gegen Rommels kampferprobte Truppen zu verteidigen. Am Abend versuchten die Deutschen nicht länger voranzukommen, sondern setzten darauf, die alliierten Stellungen mit Artillerie zu beschießen. Schließlich, am Nachmittag des 20. Februar, nahmen die Deutschen den Pass ein und setzten ihre Offensive fort. Rommel glaubte, dass die Achsenmächte bis zur algerischen Stadt Tebessa vorrücken sollten. Jedoch das italienische Oberkommando bestand auf Le Kef. Späher berichteten, dass es entlang der Straße zwischen dem Kasserine-Pass und Le Kef bei Thala so gut wie keine alliierte Verteidigung gab. Rommel glaubte fälschlicherweise, dass die Alliierten ihre Kräfte in Thala konzentriert hatten und einen Angriff vorbereiteten. Daraufhin verlangsamte er seinen Vormarsch. Diese Pause gab den Alliierten, die sich eigentlich in Le Kef neu formierten, die Gelegenheit, die Straße nach Thala zu besetzen. Als die Deutschen und Italiener am 22. Februar auf Thala vorrückten, trafen sie auf vernichtendes alliiertes Gegenfeuer. Der massive Beschuss veranlasste General Fritz von Broich, seinen Vormarsch zu stoppen. Er berichtete Rommel, dass eine große alliierte Gegenoffensive bevorstünde. Broich wartete den ganzen Tag auf deren Beginn, doch es waren nur einige wenige britische Panzer zu sehen. Irgendwie überzeugte das Broich und Rommel von der Ernsthaftigkeit der Gegenoffensive und Rommel blies den Angriff ab. Am 24. Februar waren Rommel und seine Panzer auf dem Rückweg zur Maret-Linie. Die Alliierten besetzten erneut den Kasserine-Pass. Obwohl beide Seiten hohe Verluste zu verzeichnen hatten, war die Lage wie eine Woche zuvor. Beide Seiten waren entmutigt. Die Amerikaner waren empört über die mangelhafte Vorbereitung auf diese Schlacht und suchten nach einem neuen Weg, um den Krieg in Nordafrika zu beenden. Für Erwin Rommel war die Erkenntnis nach dieser Schlacht erschütternd. Seine amerikanischen Kriegsgefangenen waren besser versorgt und ausgerüstet als seine eigenen Truppen. Er begann nun daran zu zweifeln, ob die Achsenmächte den Krieg in Afrika gewinnen konnten. Februar 1943 an der russischen Front. Nach Monaten von Rückschlägen und Verteidigungsaktionen kehrten die deutschen Gruppen unter dem Kommando von Feldmarschall Erich von Manstein zu ihrer Rolle als Invasoren zurück. Seit der Kapitulation von Stalingrad hatten die deutschen Armeen nur Niederlagen hinnehmen müssen. Doch nun trafen die 1. und 4. Panzerarmee und das 2. SS-Panzerkorps auf die unvorbereitete Rote Armee. Nur wenige Tage vor diesem Angriff war ein wütender Adolf Hitler in von Mansteins Hauptquartier bei Zaporozhye am Dnieper erschienen und wollte ihn von seinen Pflichten entbinden.
Doch der Feldmarschall hatte einen Plan in der Tasche, von dem er sicher war, dass der Führer ihn begrüßen würde. Das Schema war ähnlich wie Stalins Plan zur Einnahme Stalingrads. Von Manstein hatte Truppen und Nachschub zurückgehalten, was den Russen einen so schnellen Vormarsch erlaubte, dass ihre Nachschublinien sehr ausgedehnt wurden und die Männer erschöpfte. Dieser schnelle Vorstoß hatte eine höchst strategisch wichtige Ausbuchtung in den Frontlinien verursacht. Manstein beabsichtigte, seine Truppen nach Norden und Süden zu entsenden, um diese Ausbuchtung an ihrer engsten Stelle abzuschneiden und die vorrückenden Russen einzukesseln. Hitler war mehr als angetan. Nachdem er diesen Plan genehmigt hatte, flog Hitler ab. Der Feldmarschall war erleichtert, nicht nur weil er seiner Entlassung zuvorgekommen war, sondern weil die ersten Panzer des russischen Vormarsches schon 8 Kilometer vor seinem Hauptquartier standen. Nun konnte von Manstein seine Panzer entsenden und es wurde schnell klar, dass die Strategie, die bei Stalin und Schukow funktionierte, ebenso gut bei Hitler und von Manstein wirkte. Deutsche Infanterie und Panzerwagen wurden durch Stukas der Luftwaffe unterstützt und durchbrachen die Linien der Roten Armee. Es dauerte nicht lange und im Süden hatten sie ein 30 Kilometer breites Loch in die russische Verteidigungslinie gebrochen. Die Wehrmacht und SS-Truppen konnten am nächsten Tag ihren Vormarsch fortsetzen. Sie kappten alle Bahnverbindungen und Versorgungslinien. Am Abend des 22. Februar hatten sich beide Kräfte vereinigt und konnten von Manstein berichten, dass die Falle zugeschnappt war. Von Manstein berichtete Hitler, dass sein Plan erfolgreich war. Hitler war hoch erfreut. Nicht nur, weil die Deutschen nach der Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad ihren ersten Sieg errungen hatten, sondern weil sie dabei Stalins eigene Strategie angewandt hatten. Juli 1943 an der russischen Front. Nach einer Nacht, die mit dem Heulen von Artilleriegranaten und dem Dröhnen der Bomber erfüllt war, stoßen die Deutschen mit 700.000 Mann und 2.400 Panzern von Norden und Süden her auf Kursk vor. Kursk besaß zwar keinerlei strategischen Wert, jedoch Hitler hatte diesen Angriff zu Propagandazwecken befohlen. Er hoffte auf einen letzten Sieg im Osten, der, wie er es ausdrückte, ein Leuchtfeuer sein würde, das die ganze Welt beleuchten würde. Viele seiner Berater wollten ihn davon abbringen, obwohl sie die politische Notwendigkeit einsahen. Nach Monaten der Planung war es soweit. Doch diesmal war Stalin vorbereitet. Schon früher, wie auch bei Stalingrad, hatten beide Seiten von Zeit zu Zeit eine Zangenbewegung genutzt, um ganze Armeen einzukesseln. Und es war ihnen gelungen. Obwohl die Deutschen in letzter Zeit ständig zurückgedrängt wurden, vermutete Stalin, dass Hitler ein letztes Mal in die Falle gehen würde. Östlich von Kursk hatte er eine riesige Reserve von Truppen und Panzern stationiert. Es schien, als ob sich seine Vorsicht auszahlen würde. Die 9. Armee unter General Walter Model stieß von Norden her auf die Ortschaft Olchowatka vor. Bis zur Nacht des 6. hatten sie 16 Kilometer zurückgelegt und den Ort eingeschlossen. Jedoch die Russen schlugen zurück und stellten sich mit Panzerdivisionen zu einer Schlacht. Die Sowjets waren in der Überzahl und am 9. Juli musste Model berichten, dass ein Durchbruch nach Kursk nicht möglich war. Im Süden war es der 4. Panzerarmee unter General Hermann Hoth gelungen, den halben Weg nach Kursk zurückzulegen. Die Russen waren überrascht, als Hoth vom Westufer des Donets angriff.
Innerhalb zweier Tage konnte er 16 Kilometer einer 30 Kilometer langen Front aufbrechen. Am 12. Juli bewegten sich die 700 Panzer des 2. SS-Panzerkorps entlang eines Korridors in der Nähe des Flusses Pysol, als sie plötzlich 800 russischen Panzern gegenüberstanden. Innerhalb weniger Minuten stellten sich beide Seiten zur Schlacht. Als sich die Kombattanten zurückzogen, um sich neu zu ordnen, war das Schlachtfeld mit mehr als 500 brennenden und zerstörten Panzern übersät. General Hoth war sicher, dass ein zweiter Angriff erfolgreich sein würde, da er weniger Verluste erlitten hatte als der Feind. Doch es kam nicht dazu. Nach der Rückkehr zu seinem Hauptquartier erhielt er eine Botschaft aus Berlin. Die Briten und Amerikaner waren zwei Tage zuvor in Sizilien gelandet. Hitler brauchte nun das 2. SS-Panzerkorps für die Verteidigung Italiens und ordnete den Rückzug an. 90.000 Deutsche und noch mehr Russen schienen umsonst gefallen zu sein. Keine Seite hatte an Boden gewonnen. Was als größte Panzerschlacht dieses Krieges begonnen hatte, endete in Tod und Zerstörung. ...1943, Ostfront. Stalin glaubte, die Deutschen endgültig zurückgedrängt zu haben. Schließlich wusste er, dass die Invasion Italiens durch Briten und Amerikaner Hitler dazu zwingen würde, Truppen und Ressourcen nach Westen zu verlagern. Die russischen Soldaten auf ihrem Vormarsch durch das zerstörte Land fühlten ihren Hass auf die Deutschen wachsen und sie kämpften umso wütender und verbissener. Unter dem wachsenden Druck der sowjetischen Offensive fiel die Wehrmacht immer weiter zurück. Am 9. September flog ein aufgebrachter Hitler zu Mannsteins Hauptquartier in Saporoschje und forderte eine Erklärung für dessen fortgesetzte Rückzüge. Hitler war besorgt, falls von Mannstein die Russen nicht aufhalten könnte, dass Deutschland die Kontrolle über das Donezbecken und die dortigen Erzvorkommen verlieren würde. Nach einer Woche des Diskutierens über das Offensichtliche gelang es von Mannstein schließlich, Hitler zu überzeugen, dass er die Wahl habe. Entweder Rückzug aus dem Donezbecken oder Tausende von Soldaten und Tonnen an Ausrüstung zu opfern. Zögernd erlaubte der Führer einen weiteren Rückzug. Es wurde beschlossen, dass von Mannsteins Truppen sich kämpfend zum Dnieper zurückziehen und eine Verteidigungslinie aufbauen sollten. Die Russen rückten immer schneller vor und Städte wie Barwenkowo, Wolnowaka und Chaplino, die einst von den Deutschen gehalten wurden, fielen bereits am 10. an die Rote Armee zurück. Am 12. begann die 17. Deutsche Armee, sich auf die Krim zurückzuziehen. Am 14. musste sie weiter nach Bryansk zurückweichen. Die Stadt fiel drei Tage später. Am 18. stießen die Sowjets auf Kiew vor, nahmen Priluki, Lubny und Romodan sowie im Süden Pawlograd, Krasnograd, Pologi und Nogaisk. Am 25. September marschierte die Rote Armee triumphierend in Smolensk ein. Für Stalin und die Russen war das der Höhepunkt nach monatelangen Siegen, die bei Charkow begonnen hatten. Thank you.
Doch noch immer musste der Druck verstärkt werden. Stalin und seine Soldaten hatten die Deutschen zwar zum Rückzug gezwungen, aber der sowjetische Premier wusste nur zu genau, wie schnell sich die Zeiten ändern könnten, wenn er von Manstein eine Chance ließe, sich neu zu formieren. Deshalb trieb Stalin seine Männer weiter von Angriff zu Angriff bei Tag und Nacht, ungeachtet der Wetterbedingungen und manchmal auch ohne Anlass. Die Deutschen sollten russische Erde nun mit ihrem Blut tränken. Im September landeten alliierte Truppen auf dem italienischen Festland. Daraufhin wurde am 8. September der italienische Waffenstillstand bekannt gegeben. Während Rommel die Truppen in Norditalien anführte, war in Süditalien Albert Kesselring zuständig. Rommel gab die Weisung, irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber dieser Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unangebracht. Entgegen den Bestimmungen der Genfer Konventionen wurden rund 1 Million entwaffnete italienische Soldaten als Militärinternierte zur Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet. Die Alliierten jedoch kamen rasch voran in Italien. Clark trieb die Deutschen weiter nach Norden. Feldmarschall Kesselring errichtete daraufhin eine Verteidigungslinie von Osten nach Westen im Apenningebirge am überfluteten Fluss Volturno. Am Abend des 12. Oktober setzten die alliierten Flöße und Pontonboote ein, um den Fluss zu überqueren. Im Morgengrauen jedoch konnten sich die Deutschen einen nach dem anderen vornehmen. Am 13. Oktober erzwangen zwei weitere Regimenter unter heftigem Beschuss den Übergang über den Volturno und griffen die Deutschen an. Fittinghoff pries dieses Unternehmen als wundervoll ausgeführt. Er konnte es sich leisten, wohlwollend zu sein, denn fast alle seine Männer waren in den zerklüfteten Bergen und Ausläufern des Apennin so gut wie unsichtbar. Kesselring war bekannt für sein ständiges Lächeln. Er war erfreut über seine gelungene Strategie, die die Alliierten blamiert hatte. Er brauchte nur die beiden Ebenen am Ende seiner 180 Kilometer breiten Frontlinie zu verteidigen. Die Deutschen hatten zwar ihren italienischen Verbündeten verloren, doch sie hatten Mutter Natur für sich gewonnen. Die zerklüfteten Berge und der Wintereinbruch arbeiteten für sie. Für die Alliierten bedeutete das, dass es noch ein langer Weg bis nach Rom war. Oktober 1943 an der russischen Front. Der durch die Jahreszeit bedingte Regen und der daraus resultierende Schlamm brachten die Bewegungen an der Nordfront auf beiden Seiten zum Stehen. In der Mitte und im Süden wurde jedoch weitergekämpft. Die Deutschen versuchten unbedingt die Frontlinie am Dnjepr zu halten. Feldmarschall Erich von Manstein zog eilig seine Reserven zusammen, um die Flut der Rotarmisten, die durch eine Lücke, die sich in der Nähe der Stadt Kremenchuk aufgetan hatte, zu stoppen. Ende September hatte von Manstein bereits damit begonnen, seine Männer am Dnjepr zusammenzuziehen, um die heranrückende Rote Armee nach dem Fall von Charkow aufzuhalten. Nach Jahren der Niederlage wollten sich die Sowjets nicht mehr stoppen lassen. Sie begannen ihren Angriff an 19 verschiedenen Punkten entlang der Verteidigungslinie. Sie beabsichtigten, so schnell wie möglich den Fluss zu erreichen und zu überqueren, bevor die Deutschen sich festsetzen konnten. Bis Ende des Monats war es ihnen gelungen. Sie überquerten den Fluss an 23 Stellen. Nun gab es also eine Lücke in der Verteidigungslinie der Deutschen, durch die die Russen nach Westen strömten. Doch die Deutschen waren noch nicht geschlagen. Zwar war die 1. Panzerdivision in Gefahr, eingeschlossen zu werden, doch von Manstein befahl einen Gegenangriff gegen die Flanke der Sowjets und von hinten. Die Schlacht wurde hart und blutig. Als sich der Staub senkte, waren 10.000 Rotarmisten gefallen und die Lücke geschlossen. Doch es dauerte nicht lange, bis die Sowjets sich davon erholt und neu aufgestellt hatten. Trotz ihres Sieges gelang es den Deutschen nicht, die Oberhand zu behalten. Erneute Angriffe der Russen am 28. Oktober, 1. und 4. November zwangen die Deutschen zum weiteren Rückzug.
Am 6. November fuhren sowjetische Panzer in Kiew, Russlands drittgrößter Stadt, ein. Die Deutschen kämpften zwar verbissen, doch am Abend des 7. November hatten die Russen Kiew unter Kontrolle. Als die Siegesnachricht in Moskau eintraf, war Stalin außer sich vor Freude. Währenddessen ging es in Italien zur Sache. Die Alliierten bewegten sich von Süden auf Rom zu. Zu Beginn hatte der Feldmarschall seinen Kommandeuren eine Karte Süditaliens gezeigt. Er deutete auf die vielen Gipfel des Apennin. Diese, so erklärte er, würden zu Verteidigungsstellungen der Deutschen werden. Während die Deutschen sicher in den Hügeln lagerten, feuerten Clarks Truppen ziellos auf deren Positionen. Der Feind jedoch blieb unbeeindruckt und sogar respektlos. Sie winkten den frustrierten Angreifern zu und lächelten sie an. Die Amerikaner luden derweil wütend Granate um Granate und verschwendeten ihre Munition. Doch die solide Barbara-Linie wurde von Vietinghoff aufgegeben, der sich mit seinen Truppen nach Norden zurückzog, um eine andere Bergkette zu beziehen, die die Bernhard-Wustav-Linie bildete. Kesselring war wütend und bezeichnete Vietinghoff öffentlich als Dummkopf. Aus seiner Sicht war der Rückzug verfrüht und dabei wurde den Alliierten ohne Kampf kostbarer Boden überlassen. Vietinghoff hatte geglaubt, in Kesselrings Sinn zu handeln und wehrte sich gegen die Beleidigung. Er bat um Abberufung, die ihm gewährt wurde. Zwischenzeitlich besetzten Clarks Truppen italienische Kleinstädte, die kurz zuvor von den Deutschen aufgegeben worden waren. Diese Städte lagen durch den alliierten Granatenbeschuss in Trümmern und wurden nun erneut beschossen durch die früheren Besatzer. In einem Versuch, dieses Patt zu durchbrechen, befahl Clark seinen Truppen, Mignano einzunehmen, einen winzigen, aber tückischen Abschnitt der Straße, die nach Rom führte. Sie verlief im Zickzack und hatte ein extrem starkes Gefälle. Davor warteten wie immer die verschanzten Deutschen. Wieder und wieder nahm sich die alliierte Infanterie diesen Abschnitt vor und wurde wiederholt zurückgeschlagen. Am 11. November gelang es Clarks Truppen, die Deutschen von einer Straße, die parallel verlief, zu vertreiben. Zwei Tage später antworteten die Deutschen mit einem heftigen Gegenangriff. Jedermann der Alliierten, selbst Köche und Fahrer, nahm die Waffe in die Hand, um die schmale Straße zu verteidigen, was ihnen auch gelang. Währenddessen war Montgomerys 8. bis zum östlichen Abschnitt der Gustav-Linie vorgedrungen. Dort befahl er einen Halt, damit er die Truppen neu formieren und seinen nächsten Angriffsplan ausarbeiten konnte. Kesselring dagegen entschied, der Osten wäre nicht länger der Verteidigung wert und zog seine Truppen zur Straße nach Rom zurück. Über die Ankunft dieser Verstärkung war General Lemelson nicht glücklich, denn sie waren vom Kampf gegen die Briten geschwächt. Er forderte frische Truppen aus Rom an. Bevor jedoch eine Antwort eintraf, gab es bei Mignano eine Waffenruhe. Clark teilte Sir Harold Alexander mit, seine Truppen seien total erschöpft. Selbst wenn sie Mignano einnehmen könnten, wären sie nicht in der Lage, die Stellung zu halten. Alexander stimmte zu und befahl Feuereinstellung. Die alliierten Befehlshaber versprachen, in 2 Wochen den Vorstoß auf die Bernhard-Gustav-Linie wieder aufzunehmen. Wenn erst der deutsche Widerstand erloschen war, würden ihre Armeen siegreich in Rom einmarschieren. Aus der Tagebuchaufzeichnung von der Ostfront. Ehe die Sonne der gespenstischen Dunkelheit weicht, steht der Stabsgefreite schon wieder an seinem T-34. Das fehlende Stück des Anlasserkabels hat er sich besorgt, und im letzten Abendsonnenschein dreht plötzlich ein russischer Panzer, Turm und Kanone auf die russischen Linien und sendet einen todbringenden letzten Gruß hinüber. Dann heult der Panzermotor auf und rumpelt der deutschen Stellung entgegen. Wütend schießen ihm die Rotarmisten nach. Mit dem roten Sowjetstern, aber mit rückwärts gerichtetem Turm und Rohr, steuert der Panzer durch die Kusseln auf die deutschen Kampfstände und Bunker zu, aus denen verblüfft und staunend die Lanzer ihre Köpfe recken. Vor dem Gefechtsstand hält das stählerne Ungetüm, die Luke öffnet sich, eine deutsche Jägermütze wird sichtbar
und mit ölverschmiertem, aber strahlendem Gesicht ruft der Panzeramateur: Stabsgefreiter Geier meldet sich mit eigenem T-34 zurück. Während des Zweiten Weltkrieges starben rund 55 Millionen Menschen. Über 3 Millionen deutsche Soldaten mussten ihr Leben lassen.